Gut, Leute, herzlich willkommen zu DIY 2. Erstmal super, super krass, dass ihr alle mit dabei seid, dass ihr euch bereit erklärt habt, auch mitzumachen, dass ihr euch auf das Ganze hier einlasst. Ich gebe euch jetzt ganz kurz einen Einblick, was uns hier erwartet mit diesem Projekt. Und wir fangen an mit den Teilnehmern. So, das erste Team, was wir mal vorstellen, ist Team Rot. Team Rot ist aber komplett da, ne? Die Besonderheit bei DIY ist, dass es dieses Jahr ein Charity-Event ist. Das heißt, jedes Team sammelt Diamanten, also Geld für einen guten Zweck. Jeder Dia ist 1 Euro wert. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Team Rot, ihr spendet für was? Will das einmal kurz jemand aus dem Team Rot sagen, für die, die wissen wollen? Das macht das. Wir spenden für Hilfe für Straßenkinder und junge Obdachlose in Deutschland. Wir finden, das ist ein super, super wichtiges Thema. Deshalb haben wir uns dafür entschieden. Dann Team Grün, das wir. Perfekt. Hallo. Yeah. Unser Mensch. Moin. Krass. Let's go. Wow, bisschen Stimmung hier. Na. Wir spenden für faire Bildungschancen für Kinder, also quasi die Lernförderung. Das Ganze, ihr seht schon, das läuft alles über Wetterplace, wie genau es funktioniert. Okay. Dann nächstes Team ist Nummer Blau. Ja, ich rede mal für Team Blau. Hallo. Wir setzen uns für Netzwerkchancen ein. Wir haben uns das ausgewählt. Wir hatten ganz viele Sachen, die wir nehmen wollten, aber Netzwerkchancen ist ganz cool. Die setzen sich ein für den Aufstieg, sozialen Aufstieg von jungen Menschen. Sowohl in schwachen akademischen Graden vertreten oder halt auch irgendwie sozial schwachen Verhältnissen aufgewachsen sind. Und das war's zu uns. Cool. Und dann hätten wir noch Team Gelb. Ja. Hallo. Team Gelb. Ja, ich liebe Team Gelb. Team Gelb sind die Besten. Wo ist Team Gelb? Sag mal wir setzen uns für eine Mahlzeit für alle Kinder ein, weil wir finden, dass nur eine Mahlzeit für jedes Kind, nicht mehrere Mahlzeiten. Weil wir finden einfach, dass das ist cool. Oder, Jungs? Das essen sollen. Also, ich finde das richtig geil sogar. Also, Jungs, und da werden wir uns mal richtig einen raushauen, Jungs. Schön für Spenden. Genau. Wir lieben Kinder. Genau, ihr entscheidet quasi, wie viel ihr spendet über die Menge an Diamanten. Wenn ihr Tab drückt, dann seht ihr oben Team Rot 0, Team Grün 0, Team Blau 0, Team Gelb 0. Nein. Das sind die Diamanten, die ihr quasi habt. Aktuell habt ihr noch nichts, deshalb ist ja die Frage, wie kommt man denn jetzt an DIYs? An Diamanten, wie funktioniert DIYs? Spenden! Über Spenden. Genau, die Zuschauer können nämlich über Better Place spenden. Und sobald die Zuschauer darüber Geld spenden, geht das Geld in 4 Fonds rein. Also quasi, wenn die 4 Euro spenden, geht das Geld auf PvP, Events, Bau-Events und Battle Royale. Das sind dann für euch die Möglichkeiten, Dias zu bekommen. Bei PvP ist es immer so, dass immer das, was in diesem Fonds drin ist, 5% ist ein Kill. Ihr könnt am Spawn da hinten nachgucken oder indem ihr Tab drückt, dann steht da Diamanten pro Kill. Also wenn da jetzt 100 Dias drin sind, heißt das, dass ihr 5 Dias pro Kill bekommt. Verstanden soweit? Verstehe ich nicht. Ja. Das heißt, du killst einen Spieler und bekommst immer 5% aus dem Fonds. Also so. Du killst einen Spieler und bekommst dann quasi Diamanten dafür. Und das, quasi wie viel ist, entscheidet sich danach, je nachdem, wie viel gespendet worden ist. So, dann haben wir Events. Das heißt quasi, wir haben Events, die wir von der Orga veranstaltet haben. Aber ihr könnt auch als Spieler Events organisieren. Wichtig, wenn ihr ein Event organisiert, das muss ein fairer Wettbewerb sein. Ihr müsst euch Regeln überlegen. Und wir stellen euch dann Preisgeld zur Verfügung. Das heißt, wir sagen hier, euer Event ist, keine Ahnung, ihr könnt 600 Diamanten verscherbeln. Und dann also kümmern wir uns darum, dass das funktioniert. So, dann gibt es einen Bauwettbewerb, der ist super wichtig, weil der läuft quasi von heute bis nächsten Samstagabend 20 Uhr. Und am Sonntag dürfen die Zuschauer von 17 bis 20 Uhr abstimmen. Und es wird noch eine Jury geben. Ich verrate nicht, wer die Jury sein wird, aber es wird jemanden geben, der wird sich das angucken. Und wird dann auch um 20 Uhr das Ergebnis nennen. Und die Jury und Zuschauer voten dann zusammen für die besten Gebilde. Und dann gibt es da quasi dann dort die Dias. So. Battle Royale, auch ziemlich krass, ist jeden Samstag von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Das ist eigentlich das Coolste von allem, weil da heben wir alle Regeln der Wars auf. Doomsday und ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt die ganze Welt zerstören. Wir machen vorher ein Backup natürlich. Und dieses Jahr haben wir das Battle Royale auch nochmal ordentlich verschärft. Das heißt quasi, das wird das Big Event. Und für das Battle Royale ist es super wichtig, dass ihr eure ganzen Diamanten versteckt. Denn ihr könnt Diamanten bekommen, also quasi nicht normale Diamanten, sondern ihr könnt diese Spezialdiamanten bekommen, aber ihr könnt mit denen nicht so gut rumlaufen. Ihr seht, wenn ihr die im Inventar habt, dann gibt's Ärger. Und ihr könnt euch mit denen nicht ausloggen. Das heißt, wenn ich euch auslogge, dann fallen die auf den Boden. Das heißt, ihr müsst die platzieren. Ihr könnt Diamanten immer platzieren, wenn ihr 9 Stück im Inventar habt, könnt ihr die als Block platzieren, in eurem Königreich platzieren. Das ist super, super wichtig. Ich glaube, das wird sich alles noch beim Spielen erklären. Aber darum geht es quasi die ganze Zeit. Und ihr könnt die nicht in Kisten tun oder irgendwas. Also quasi keine Kisten, keine Minecarts, keine Boote oder was auch immer. Ihr müsst sie als Blöcke platzieren. Okay? Super.
Es gibt 4 Königreiche, wie ihr schon gemerkt habt. Die Map ist so aufgeteilt, könnt ihr gerade nochmal hier sehen. Wir sind gerade am Spawn, das ist eine Friendly Zone. Wir haben dann das Team Blau, Grün, Gelb und Rot. Euch gehört immer ein Viertel der gesamten Weltenkarte. Nether und End sind neutrale Zone. Hier am Spawn ist quasi kein PvP, ansonsten könnt ihr überall PvP machen. Es gibt aber auch Slash Frieden für die, die keinen Bock auf PvP haben. Der Server ist jeden Tag von 17 Uhr bis 0 Uhr geöffnet. Ob wir noch mal eine Änderung am Wochenende machen, können wir noch mal selber ausbaldovern. Nein, das macht man dann, ne, intern. Bitte Wochenende früher, bitte. Nein. Und eigentlich sind wir jetzt soweit ready, aber bevor es losgeht, noch eine wichtige Sache. Und zwar der erste Bauwettbewerb und das erste Event, das ansteht. Der erste Bauwettbewerb ist das Thema Erntedank. Das heißt, bis 20 Uhr am kommenden Samstag sollte jedes Königreich sich irgendetwas überlegt haben zum Thema Erntedank, was gebaut ist und abgeschlossen ist. Die Jury wird sich das angucken. Ihr dürft bauen, was ihr wollt. Der Begriff ist relativ offen. Es sollte was mit Erntedank zu tun haben. Und die Jury sollte halt verstehen, was es ist. Die Jury kann später 7 Sterne verteilen. Jeder Stern ist dann quasi Geld wert, sozusagen. Frage, ich kenne nur Erntedankfest. Ist das das? Ja. Okay, gut. So. Genau, weil nächsten Sonntag ist auch Erntedank. Deshalb passt das ganz gut. So. Ist das deutsche Thanksgiving? Halt. Die Schönheit? Was ist Erntedank? Okay. Ja, deutsche Thanksgiving. Deutsche Thanksgiving. Thanksgiving. Glückwunsch euch allen, das heute. Also, okay. Danke, dir auch Glückwunsch. Und wir kommen jetzt gleich zum ersten Wettbewerb. Der erste Wettbewerb startet, also quasi das erste Event startet mit dem Projektbeginn. Und zwar das Drachenei. Diejenige Person, die als erstes The Next Generation als Achievement hat, sammelt für das Team die Menge an Geld, die im Eventfonds drin ist, bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn die Zuschauer jetzt kräftig spenden, dann ist natürlich immer mehr drin im Eventfonds. Okay. Und eins möchte ich euch gerne noch zeigen, wenn ihr mal kurz eben mitkommt. Seht ihr mich? Nee, ich sehe dich nicht. Ja. 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 Dann seht ihr hier auf diesem Board nochmal die wichtigen Informationen. Ihr seht zum Beispiel oben den aktuellen Spendenstand. Oh. Und ihr seht, das Geld wird aufgeteilt in die Fonds. Oben Battle, also oben PvP-Fonds, Eventfonds, Wettbewerb und Battle Royale. Aber okay. Es wurde schon Geld gespendet, weil er jetzt irgendwie hat 1000 Euro gespendet. Was? Warum habt ihr noch alle nicht gespendet? Was ist los? Kann einer mal kurz spenden, damit zu gucken, ob das geht, bitte? Sobald jetzt jemand spendet, passiert da was. Leute, kann mal einer donaten? Leute, bitte. Es wird dann später auch in der Streamers angezeigt. Für die Kinder, denkt an die Kinder. Leute, bitte. Krass. Also die Boote sind aber gleich geblieben, das ging in die Tasche. Ich schwöre, Digga, Joe, viel Spaß den Monat da. Also am Ende des Projektes, ganz wichtig auch nochmal für euch, am Ende des Projektes teilen wir das auf. Das heißt, basierend an dem, was ihr im Spiel habt, teilen wir es auf. Ihr könnt anderen Spielern auch noch Dias schenken. Eine wichtige Sache noch, wenn ihr Dias verliert, das sollte eigentlich nicht gehen, weil Dias nicht despawnen können, also nicht verlieren, aber Dias können halt despawnen, dann wandern die wieder zurück in die Fonds. Okay? Das heißt, keine Dias gehen irgendwo verloren. Ihr könnt mit Dias handeln, und ihr könnt Dias nicht auf normalem Wege bekommen. Also ihr könnt wirklich nur die Dias bekommen durch ein Event oder was auch immer. Das Overlay jetzt auch an. Das Overlay ist an? Ist das bereit? Oder? Ja, also ich hab's an. Ich glaube, ich bin der Tester. Ich muss mich da auf einer Website auch anmelden, aber oder? Bei mir ist da, also es wird nichts angezeigt im Overlay. Ist das normal? Bei mir wird auch nichts angezeigt. Ja, noch. Nee, das ist okay, das ist normal. Das ist normal. Wir testen das mal gerade aus. Okay. Es gibt ein Overlay, das zeigt dann die ganzen Informationen an. Wie gesagt, das. Oh, es hat nochmal was getan, ja? Also es wird auf jeden Fall noch eine Menge passieren. Ja, gut. Nee, ansonsten, pass auf, genau, wir switchen jetzt wieder auf die Voice-Mod, wenn sonst irgendwas gibt. Also das erste Event ist eigentlich quasi jetzt schon eröffnet. Wer als erstes das Drachenei hat, gewinnt dafür die aktuelle Summe, die im Event-Fonds drin ist. Das wären aktuell 51 Euro, also 51 Diamanten für das Königreich. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei Dia Wars und let's go. Wow. Wow, yippie. Let's go, Leute. Viel Erfolg. Yippie. Ich glaube, wenig spielt mit. Und da können wir als Speedrun können wir das eh knicken. Leute. Mir fehlt noch so ein roter Faden. Also was ist jetzt so das To-Do? Wir starten jetzt hier rein. Also entweder versuchen einen Speedrun. Ich weiß nicht, vielleicht will Fuchs und Kenji das machen. Aber wenn wir jetzt hier so ein paar Base-Hocker sind, was ist der Plan? Also lass uns erstmal in unser Königreich gehen. Also mich würde das erstmal interessieren, Wir sind schon da und bauen Holz ab. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ein Dorf zu finden und einen Villager, ne? Weil richtig. Das Einzige ist, wie wir an Dia-Tools kommen und so weiter. Genau. Halt durch die Trades. Aber gibt es überhaupt hier Dörfer? Ist das nicht eine Custom-Insel hier gebaut? Und Nee, es gibt glaub, quasi, das ist nur am Anfang normal. Hier. Ansonsten ist es ein stinknormaler Minecraft-Map. Okay. Wer von euch hat jetzt Frieden an? Ich nicht. Oder?
Also ich würde Frieden anmachen, quasi, aber wir brauchen fünfmal ein paar PvPler, weil guck mal, aktuell haben wir 3 Diamanten pro Kill. Also wenn ihr es schafft, quasi einen Spieler jetzt schon umzuhauen, dann kriegt ihr Diamanten. Und ihr kriegt auch die Diamanten, die der Spieler bei sich hat. Keep Inventories on. Aber es hat ja keine Diamanten. Also warte mal, man verliert die Sachen nicht. Achso, ja, aber quasi, falls ein Spieler quasi Dias bei sich führt. Okay, also man verdient nur Diamanten, oder? Also ihr könnt jetzt hingehen und einen killen und ich krieg was davon. Ja, aber natürlich nicht im Team, sondern genau. Sobald jetzt irgendeine Person killst, kriegst du Dias. Ey, wir machen Steinschwerter und kloppen, die überfallen direkt das nächste. Let's go. Jetzt am Anfang ist mein Best Case. Komm, eher mit dem Steinschwerter an Abfahrt, oder? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach zu. Wichtig, wenn ihr sterbt, also ihr werdet sehen, also wenn ihr sterbt, habt ihr ein Problem. Aber das seht ihr dann. Hier ist, glaube ich, Team Gelb, Feister. Wo? Echt, sind die hier auch? Jeder geht auf Team Rot, das wäre so lustig. Ich habe ihn verscheucht. Team Gelb hat auch schon Kills gemacht. Also wenn wir sehen, quasi, die haben schon 9 Dias. Oh, stimmt. Ja, stimmt. Wait, nicht, dass sie die jetzt hier ausgerottet haben. Da ist wer? Da ist hier bei mir. Oh ja, also rechts. Das sind Farbe und so. Wollen wir rauf? Komm, wir können rauf, die haben keine Schilder. Lass doch Fui, Stell gerade aus, Fabo. Schnell. Geil, Hab ich. Hab drei Dias. Geil. Wir können auch noch Fabo holen, Fabo läuft gerade zum Spawn, der ist in der Safe Zone, okay? Ja, der ist in der Safe Zone. Safe Zone bringt nichts. Ich hab alle verloren. Machen wir zurück nochmal? Ich hab 3 Dias. Das ist sehr gut. Sehr gut. Ab 9 Dias können wir sie auf unserem Gelände speichern. Kenji, wenn du stirbst allerdings, dann sind die Dias weg. Und deshalb könntest du uns auch einem von uns die Dias droppen und jemand safety bei uns. Vielleicht ja, macht wer will sie safen? Wer von uns hätte denn vielleicht Bock, die Dias irgendwie bei sich im Inventar zu behalten? Man, ihr leuchtet halt noch, man sieht euch halt direkt, ne? Ja, das mit dem Leuchten scheint ein Bug zu sein. Ich würde mal kurz reconnecten. Maybe ist das dann weg, okay? Ja, versuch mal. Leuchte ich nicht mehr, Hallo? Fuchse? Du leuchtest nicht mehr, nee, ist Bug. Okay, dann ist was ein Bug, okay. Wie rede ich mit ihm? Hä, direkt zum nächsten Team, den Blau rein? Ja, lass uns das Action am Anfang jetzt machen. Ich glaube, der checkt das nicht. Ja, genau, komm. Hallo? Krusty, du musst aus der Gruppe raus. Also, guck mal, du musst. Krusty, du musst. Aber ist es vielleicht sinnvoll, dass einer von uns die Dias vielleicht saved? Blau ist hier drüben. Wie viel Gruppe? Maybe, ich weiß es nicht. Gehen wir zu Blau? Weiß ich nicht, was da sinnvoll ist. Keine Ahnung. Ja, dann ja, Gelb bestimmt nicht. Hier, Blau, hier rüber. Oh Gott. Das gibt Ärger. Warum ist denn niemand? Wir sind einfach zu uns auf die Insel gegangen und dann haben wir da abgebaut und keiner hat bei sich am Spawn was gemacht. Nee, ich glaube, die sind alle sehr weit weggelaufen. Ah, im Chat steht auch immer, was man bekommt. Kenji hat 3 Diamanten bekommen, super. Hi, wir haben noch einen Kill gemacht, aber wir sind jetzt ohne Essen am Spawn mit den Dias. Okay, 6 Dias, okay, wir lassen es zurück, genau, dann wir kommen zum Spawn zurück. Ab 9 Dias können wir sie platzieren, dann können wir sie in Sicherheit bringen, die Dias. Oh mein Gott, das war die ganze Zeit mute, wo seid ihr denn? Oh mein Gott, ey, Mann. Da ist jemand, aber die hat Frieden drin. Okay, dann kann sie ja uns ja auch nicht angreifen. Die haben alle Frieden reingemacht. Ich glaube, die haben es gecheckt. Wichtig, wenn sie Frieden reinmacht, sind sie noch angreifbar, ne? Ja, aber dann greift sie nicht an. Wir greifen niemanden an, der Frieden hat. Naja, also wenn man. Das Ding ist, es dauert 500. Ist egal. Ja, dann sind die noch killbar. Ja, die sind noch killbar. Ja, 300 Sekunden, bis der friedensaktiv ist. Dann schnell. Mag immer die Diamanten schnell, dass wir die in Sicherheit bringen. Wir haben 9 Diamanten, die können wir platzieren. Wo seid ihr denn? Oh, gut. Spark, woher hast du Dias? Spark hat nur gekillt. Oh, du Alter, du bist so gut beim Spawn. Ja, wo seid ihr denn? Lass uns am Spawn bitte treffen. Wir können einen Diablock in Sicherheit bringen. Ja, genau. Space is by us. Wo ist der? Ist der bei Brücke? Wo ist Space? Buchsel, gib Call. Auf dem Berg drauf. Auf dem Berg drauf, ich bin jetzt oben. Ist es schlau, wenn beim ich einfach Schnee, drauf beim suche? Schnee, oder ist er noch hier? Ja, oben. Ganz oben, ich bin jetzt oben. Du bist bei, irgendjemand ist noch bei mir, irgendeiner aus unserem Team. Ich bin schlau, ganz oben da. Ja, kenn ich richtig. In welche Richtung? Richtig, wo du langläufst, richtig. Also ich habe da gerade einen Huhn gesehen, aber ich weiß schon wieder, ob ich das schlachten soll, weil wir im Umkreis einfach halt natürlich auch Tiere brauchen, aber wenn ich die jetzt eh nicht hole, ist es auch irgendwie wieder Quatsch. Okay, Ich war fast voll Iron. 4 Diamanten, Alter. Hat er Dias? Okay, das? Naja, wir haben nur die 4, glaube ich. Dann komm, ich hol das Huhn mit, ja, schön, und grill mir das und ess das. Wir sind die Besten. Oh mein Gott. Alter. Wir sind unser Team jetzt in Führung, ne? Ich tue euch allen ein Gefallen und ich sammle gerade Seeds. Da müssen wir chatten, wir sind Erster. Das ist gut, Spark, ja. Geil. Fuchs und Kenji, ey, die Mädels. Und Spark und Klim quasi, damit gewinnen ja sogar den Bauwettbewerb. Ja, ja, und du baust eine Redstone-Schaltung und dann locken wir die Gegner da rein. Okay, was ist jetzt der Plan? Wie okay, ich bin tot. Ihr seid wichtiger. Also ich finde, wir müssen Ressourcen organisieren und uns mal kleines irgendwie, also bauen wir uns hier oder auch ein Plateau auf. Nein, ich hab Frieden an. Lass uns irgendwie erstmal eine Fläche machen, dass wir uns sortieren, ein paar Kisten hinlegen. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, Joe. Ja. Wir brauchen ja unbedingt Villager in unserer Base. Ich suche ein Dorf.
Also genau, Leute, ja, wollen wir hier oben jetzt unsere Base bauen und dann die Villager mit Booten eine halbe Stunde hier herbringen oder... Ne? Lass mal Spark, ich glaube, Spark weiß genau, wie man das macht, oder? Spark, Leute, also erstens eine Sache, dann wisst ihr, warum wir keine Tiere bei uns haben? Hier läuft ein Wichtiger von Team Gelb rum, der sich einfach hier dumm und dämlich farmt. Der hat Full Iron und killt einfach alle Tiere wahrscheinlich hier weg. Wir können Wichtiger auch versuchen zu töten. Alles weg. Mhm. Ja, ich habe Frieden an, deswegen konnte er mir nichts anhaben. Ich habe schon das Leben an ihm vorbeiziehen sehen. Fuchsel, gib mir mal die Dias quasi, also ich habe schon ein paar Tiere für uns gekillt, aber viel kommt da nicht raus. Okay, ich habe unendlich Essen für euch. Oh, sehr schön. Oh. Kelp. Wir sind oben auf dem Berg. Oh. Ich weiß, minus 200, minus 400, ich kenne die Koordinaten. Da gab es noch eine andere Frage. Was wollt ihr machen, wie man am besten Village hochkriegt? Mhm. Wir sind auf der 126. Ah, schade. 121 kann man Boote anleihen. Das wäre geil gewesen. Naja, durch Nether halt, ne? Boote anleihen. Also ich fände es cool, wenn wir einen Weg irgendwie machen, der hier nach oben geht mit einer Tür oder so. Dann würde ich vielleicht so eine Art kleine Höhle bauen, die nach oben geht, die wir quasi verriegeln können später. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Die Frage ist halt, ob wir es schaffen, Slime und Honig zu bekommen. Aber ansonsten finde ich diese Idee ganz cool, dass wir vielleicht einen Weg hier nach oben bauen, den wir schließen können. Also, dass wir uns abschotten können. Joe, wenn du mich fragst, ich weiß, Redstone ist das A und O bei dir, aber wenn wir hier Richtung Sicherheit und sowas gehen sollten und mit Schaltung und so, und das kann ja auch wieder jeder bedienen, glaube ich, wenn es um Button geht oder sonst was anderes. Ich glaube nicht. Nee, ich meine tatsächlich, dieses Jahr haben wir so gemacht, dass man weder, also man kann nicht interagieren mit den Items und Sachen. Ja, okay, ne, die Frage ist, ob man alles bedacht hat. Ich würde es halt einfach simpel machen und einfach zubauen und aufbauen, wenn man durchgeht, um ganz sicher zu sein. Aber okay. Du kannst natürlich auch irgendwie fancy machen, wenn du dir sicher bist, dass es funktioniert. Also, es wäre halt ungünstig, wenn wir irgendwo Villager einbauen und dann haben wir nicht bedacht, dass vielleicht mit einem Bogen man auf einen Button schießen kann und dann geht die Tür doch auf. Okay. Das stimmt. Also keine Sorge, wenn es darum geht, dass irgendwelche Spieler versuchen, Mechanismen zu umgehen, die irgendwo implementiert worden sind, kenne ich mich mittlerweile aus, Joe. Ja. Basti Zock spielt nicht mit, alles gut. Oh, Fuchsel. Oh nein, Fuchsel, ja, Fuchsel wurde von Fabor. Ich habe nicht die Absicht, am Drachenkampf teilzunehmen. Ich würde sagen, für Gelb ist das geritzt. Ich würde Gelb einfach das Drachenei da jetzt überlassen. Und in der Zeit, die Idee, die Spark hat, ist einfach wirklich brillant. Also ab die Post, da können wir den vielleicht dann noch später das verkaufen. Ne? Wir könnten den ja in Elytra verkaufen. So quasi auf, ja, ja. Auf Bar auf dann Kalle. So hier. 10 Dias, her damit oder so. Du könntest ganz gut ziehen. Okay. Das ist nicht gedacht. So, Free the End. Jetzt bin ich gespannt, wer kriegt jetzt das Achievement Next Generation. Spark, über den du mal kurz. Was müssen wir das mal ganz schauen. Noch hat keiner Free the End. Also noch hat keiner Next Generation. Wichtiger, was Doom to Fall und Norman, quasi, okay. Oh, und eine Endfestung mit Schiff, Spark. Okay, Elytra ist da. Hinter dem Das war's in den Kisten. Oh mein Gott, perfekt. Ja, so, es gibt doch dieses Muster, oder? Wie Entity Spawn, Spark kennt es bestimmt. Ja, warte, ich droppe die mit dem Spark runter. Spark, da wo die Säule ist, die ich gebaut habe, da droppe ich die Elytra runter. Ich sehe die schon, keine Sorge, steht runter. Lass die dieses Muster halt ausnutzen. Ich glaube, das ist das Schlauste. Ja, es gibt ja auch direkt die Rüstung und alles dann. Hast du gedroppt? Oder? Hab ich gedroppt. Hast du Wasser, Krusty? Ganz ehrlich, ich schmeiß die Seeds wieder weg, die ich vorhin gesammelt habe. Ich wollte alles sonst in die Base tun, aber... Spark, hast du Wasser? Hast du kurz Wasser unten zu platzieren? Nein, ich habe kein Wasser. Ich habe keinen Eimer. Wie? Frechheit. Also du hättest eigentlich mit der Leiter runtergleiten können, aber du kannst ja runterbauen ansonsten. Ja, stimmt. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Wie komme ich jetzt nach unten? Also ich kann da versuchen, mich hochzubauen, dann bauen wir uns beide wieder runter. So. Ja, die Frage ist aber, willst du jetzt weiter noch im End überhaupt bleiben oder willst du eigentlich wieder zurückgehen? Was ist überhaupt dein Plan? Weil das bringt jetzt nichts, wenn du jetzt hier runtergehst und dann feststellst, ja, ich brauche eh nichts im End. Dann bring, du bring, kann, also du kannst eine Elytra mitbringen, oder? Ich kann eine mitbringen, ich mache jetzt eine kleine Endtour, ja. Also so gut, wie ich es halt kann mit meinem kaum vorhandenen Equipment, aber ich guck mal. Okay, Spark, dann mach die Endtour, dann baue ich mich rüber zur Festung oder, ach, weißt du was, komm, tschüss, jetzt Tschüssikowski hier und dann, man sieht sich. Tschüss, Spark. Nein. Abuse, danke, das ist selber. Ja. Spark, ich laufe jetzt den Weg entlang, den ihr gebaut habt. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt schon nicht so gewöhnlich. Hey, geh doch einfach ins erweiterte End. Ich kann im End kein Elytra benutzen? Was? Hä, echt nicht? Ja, ich kann im End keine Elytra nutzen. Ach, wir können es bestimmt Gebiet nur ist, in unserem Gebiet. Ja? Oh mein Gott, ich glaube nicht, dass das Absicht ist. Also End ist ja offene Zone, ne? Ich bin bei Blau und Space läuft nicht an, aber ich entkomme. Ja, okay. Ich bin tot. Ja.
Mit dem Equipment kann ich es einfach vergessen. Chat, ich dachte, eine End-City machen wir noch, oder? Ich glaube aber, das Ding hat da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin. Es hat richtig viel Loot. Da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin. Ich habe da richtig erbärmlich viele Kisten drin. Efficiency so, 4, Unbreaking 3 und Mending-Schaufel. Ich habe meine Schaufel. Fortune 3, Efficiency 4, Picke. Okay. Eure Base ist irgendwie ein bisschen bergig. Jo. Das ist echt die Alben hier.